Tatsache! Tatsache, also! Ich hab ne Kanone, Mama! Wuhuhuhu. Hallöchen, liebe Freunde, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Weiter geht's mit Soma. Wir haben ja hier beim letzten Mal eine gepflegte Bruchlandung hingelegt. Wir waren doch auf jeden Fall immer noch unterwegs zu Theta, um diese Arche zu finden, zusammen mit Catherine. Alter, kommen wir hier jemals wieder hoch, ey? Ich bin ja ganz froh, dass wir noch leben. Allerdings glaube ich nicht, dass wir in Theta sind. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir haben es bestimmt nicht bis dahin geschafft. Und ich denke mal, wir müssen uns jetzt noch den Weg bahnen. Okay, ich brauche das Ding auf jeden Fall, oder? Und Catherine klebt noch dran. Ist ja eine Tatsache, über die ich sehr, sehr dankbar bin. Okay, wo haben wir jetzt hier die Tür? Hier war's. Ja, toll. Na, der sauft doch hier. Okay, wir müssen irgendwie rausfinden, wie man hier raus... Robot, Alter, nice! Ich war doch nie so froh, die zu sehen. Geiler Typ. Alles klar. Okay, dann weiß ich ja, was uns hier heute beschert. Heute beschert, Alter. Du fällst in meiner Brandung. Hi, ich grüße dich. Ja, ich bin auch wieder am Start. Oder bist du ein anderer? Ich hoffe nicht. Nee, du bist immer derselbe. Komm, lass mir mal die Fantasie. Nein. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Didn't expect to see you again. Was ist denn mit dir plötzlich los? Was ist denn in ihn gefahren, Alter? Hat dich jetzt der Mut überrannt, oder was? Du bist gerade von dem übelsten Geistmonster gerade so entkommen wegen meiner Dummheit. Und jetzt erzählst du mir hier was vom Pferd. Ich werde das schon schaffen. Ich bin jetzt hier auf einmal der Superheld. Ich meine, ich fühle mich richtig wohl in der Rolle, was ich von mir nicht behaupten kann. Wie das aussieht... Ach, hier sind übrigens Fische. Wir hatten es gesagt, Jesse war das. Du hast dich gefragt, wo die Fische sind. Hier sind sie. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja mal froh, hier was Lebendes zu sehen zur Abwechslung. Okay. Ja, das sollten wir machen. Gehen wir mal hier rein. Ich denke mal, das wird eine eher ruhige Folge, in der wir ein bisschen die Story zusammensetzen. Ich weiß es nicht genau. Und auch das Gehumpel scheint jetzt ein Ende zu haben. Hallo? Ich will das gar nicht anfassen. Wer ist Stresky? Er ist Akers. Muss ich mir Sorgen machen, Mann? Akers ist verrückt. Oh nein. Oh nein. Also ich will diese Fotos nicht sehen. Okay, okay, wir wissen gerade nicht, wo wir sind, aber hier ist irgendwas passiert. Okay, ich muss mich jetzt erstmal healen. Ja, komm, Baby, steck die Faust rein. Du bist das doch schon gewohnt. Oh ja, genau so möchte ich das sehen. Super. Das ist auch auf jeden Fall das Angenehmste in diesem Game. Nicht. Was haben wir hier noch? Noch ein schönes Tablet? Ja. Oh ja. Oh nein, die Fotos. Ist das Stresky hier? Alter, was ist denn... Oh mein Gott. Was ist Phase? Alter, die gehen jetzt hier aber nicht aufeinander los auch noch, oder? Haben wir hier jetzt irgendwie einen Hinweis auf so einen Endgegner oder so? Ist es das? Ist es dieser Stresky? Oder zumindest das, was von ihm übrig ist? Ich drück einfach mal alle Hebel, so wie wir es gewohnt sind, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin da. Ich bin in Delta. Och, das sieht doch gar nicht so weit aus. Da können wir ja fast hinlatschen. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Oder vielleicht doch. Okay, ich bin dort. Aux Station. Na, das ist ja sehr beruhigend. Headquarters. Okay, das ist hier dieser Komplex, in dem ich mich befinde. Ich komme aus Richtung Lambda. Alles klar, dann weiß ich das auch. Wir sind in Delta. Da wollten wir nicht hin, aber ich hab's ja... Ich hatte ja schon die Vermutung, dass wir da nicht sind. Okay, was haben wir hier noch? Nee, da geht gar nichts. Okay, dann lassen wir das. Hi. Du bist ständig um meine Sicherheit besorgt, wie ich sehe. Das finde ich formidabel. Man fühlt sich dann nicht ganz so einsam. Ich habe auch gerade gedacht, das ist so, dass bei dem Spiel irgendwie, dass es so abwechselnde Horrorelemente reinbringt. Ne, sorry, dass es beim letzten Mal so eine Fail-Aktion war, aber wenn man bemüht ist, noch halbwegs syntaktisch korrekte Sätze hier zu sprechen, während man von irgendeinem Vieh verfolgt wird. Wir sind ja der Schwabbelbrust glücklicherweise entkommen, aber das war echt absolut creepy, Alter.
Ich bitte um Verzeihung, dass ich nicht gelesen habe, dass man einfach weggucken muss und dann geht das Ding irgendwie weg oder so. Alter, sind das hier deine Freunde? Aber wie... Das interessiert dich ein bisschen, ne? Okay. Aber, ja, wie gesagt, manchmal checkt man das einfach nicht, weil man hier so extrem multitaskingmäßig aktiv sein soll. Aber was für euch wieder heißt auf jeden Fall, dass ihr mir sehr, sehr gerne, wir sind auf jeden Fall in Delta, unten in die Kommentare ganz viele Tipps schreiben könnt, für Sachen, die ich mal wieder nicht checke, weil ich der größte Vollidiot bin. Was ist denn hier? Schienen, die sind Versorgungsdingens. Ihr seht ja, dass ich diese Tipps auf jeden Fall nötig habe. Also wäre ich ganz erfreut, wenn wir das einfach vielleicht so beibehalten können, weil ich weiß nicht, ob sich das auf jeden Fall noch ändert. Was ist das? Du siehst farblich sehr, sehr anders aus. Das ist mir ein bisschen suspekt. Okay. Du offenbarst mir nichts weiter. Können wir hier irgendwo rein, sag mal? Delta. Wir sind in Delta. Wir sind nicht so weit von Theta entfernt, aber müssen wir jetzt ein Fahrzeug finden? Was ist unser gottverdammtes Ziel hier? Wir sind in diesem Komplex. Und ganz ehrlich, das muss doch alles hier vor Jahrzehnten gewesen sein, oder? Hier lebt doch nichts mehr. Control Room. Jeder, mit dem wir sprechen, ist doch schon ewig tot. Das sind doch nur Erinnerungen, das sind doch nur Hirnscans. Und diese Erkenntnis ist irgendwie ziemlich schwerwiegend, weil ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich mich in Spielen so irgendwie einsam fühle. Geht euch das auch so? Wenn man weiß, man ist irgendwie alleine und keiner hilft einem. Deswegen bin ich ganz froh, dass hier mein Hündchen hier dabei ist. Machst du mir hier auch auf? Och, du bist ein richtiger Spitzenkandidat, Alter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Alles klar. Wenigstens einer, der mir hilft. Freund oder Feind? Ich kann es nicht einordnen. Freund oder Feind? Good Robot. Braver Roboter. Ja, du bist ganz ruhig. Ich verstehe das schon. Was haben wir hier? Ja, wie gesagt, ich meine, ich bin ja schon einiges an Horrorspielen gewöhnt, aber das beim letzten Mal war... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich möchte das nicht. Okay. Was ist das? Ich drück da einfach drauf. Nur was soll schon passieren? Ist ja eh alles im Arsch. Oh, ich will den gar nicht anfassen, ey. Ich muss, ne? Ich muss. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. Oh mein Gott. I think I made it worse pulling away. Durchs Wegre- I can feel it bleeding out. Oh mein Gott, Alter. Can you see him? Fuck. He got on a Zeppelin. Ach, schon Zeppelin. We have to warn them. Good luck with that. Mit der Plattformfunk ist los. The platform radio is dead. Remember. The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. Oh meine Fresse. Meine Fresse. Okay, irgendwas ist hier zwischen den Leuten passiert. Wenn das wirklich sich hier, wenn das schon vor, keine Ahnung, ob das vor Jahrzehnten passiert ist oder so, wie dem auch sei, das Ding ist, das wird nicht von heute auf morgen passiert sein. Ich denke mal, diese KI hat sich irgendwie über einen gewissen Zeitraum hier, sozusagen hat sie die Macht an sich gerissen oder ist zumindest irgendwie außer Kontrolle geraten oder wie man das auch immer definieren möchte. Ist das der Control Room, Alter? Kann man da nicht irgendwas machen? Und es hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Leute hier verrückt geworden sind und sich gegenseitig, ja, keine Ahnung, vielleicht auch aufgrund der Probleme irgendwie. Irgendwas ist hier vorgefallen. Die sind wahrscheinlich alle geflohen nach Theta, wenn ich das jetzt hier richtig rausgehört habe. Du hast keinen Schutz vor dem, ne? Das hast du mir voraus. Oh nein, das ist nicht dein Ernst, Alter. Was macht ihr, Alter? Ey, keine Knutschereien hier. Das ist eine Idee. Du Arschloch. Okay, das ist der größte Mistkerl-Roboter, den ich je gesehen habe, Alter. Was laberst du, Alter? Okay, hier haben wir noch weitere Türen. Der redet hier vor sich hin, er glaubt noch ein Mensch zu sein, ich verstehe. Wir wissen mittlerweile,
worum es hier geht und was mit diesen Dingern hier los ist. Aber hier noch was? Das blinkt so schön. Ja, wir haben hier tatsächlich noch was. Ach, guck mal an. Transport. Fehlfunktionen, bla 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 bla. Vermessungsgruppe, bla. Sinnlosigkeiten. Was ist Zeppeline? Sind das solche Transportkapseln oder was? Linkverbindung nicht herstellbar. Ja, wer hat's gedacht? Richtig rosig, Freunde. Ich kann das trotzdem mal alles ausprobieren. Das wird wahrscheinlich nichts nützen. Schade. Schade. Okay, wir sind in Delta. Wir können... Das sieht gar nicht so weit entfernt aus, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Größenmaßstäbe hier vorherrschen. Funk! Defekter Audiopuffer. Dateien wiederherstellen. Ja, das ist doch mal was Sinnvolles. Komm, gib ihm. Zwei Dateien wiederhergestellt. Ja, los. Strasky, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy and Creer. Akers is set on being a stubborn old man. Akers ist stur geblieben, der will nicht mit. Mit nach Theta. Angenehme Evakuierung, alles klar. Okay, ich check das. Irgendwas ist hier durch irgendwelche Fehlfunktionen wahrscheinlich passiert. Die wollten das evakuieren, Akers wollte nicht. Und da ist auch ein bisschen ausgerastet, oder? I hear you, Terry. I mean Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Ach. Let Delta sleep. Of course. Ah, klingt ein bisschen sick. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. Irgendwas stimmt mit dem ganz gewaltig nicht. Und wir haben ja schon gesehen, was er angerichtet hat. Okay, alles klar. Ja, künstliche Intelligenzen, die sich die Macht über irgendwelche Leichen verschaffen. Und verrückt gewordene Doktoren. Ich hatte mir das Wochenende doch dezent anders vorgestellt, aber lassen wir es auf sich beruhen. Okay, können wir da rein? Wir werden noch richtig viel Freude haben. Alter, das war ich gerade mit dem Klopfen. Ich habe mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ich dachte jetzt, hier kommt irgendein Kampfläufer an. Im Namen des Imperators Palpatine. Kann man jetzt rein? Dankeschön übrigens. Alter, geiler Typ. Ich feiere den. Ich feiere den so. Was haben wir hier? Pressurized Door. Okay, irgendwie unter Druck. Und hast du nicht gesehen? Wow. Wenn es nicht so abgefuckt wäre, wäre das eigentlich ganz schön hier, muss ich sagen. Okay, wir sind gut drauf, oder? Wir humpeln nicht mehr. Oder? Humpeln wir noch? Nee, also es hat auch ein Ende. Alles klar. Ja? UH-Handbuch. Nachrechnen auf Log zugreifen. Schach. Alter, Schach, aber jetzt hier Games oder was? Komm her, komm on. Gegner beschädigt. Oh, verdammte Axt. Ich dachte, ich kann jetzt hier eine Partie absolvieren. Nee, das würde wahrscheinlich, die Hälfte wieder ausdroppen. Oh, Handbuch. Die kleinen Roboter oder was? K8, das sieht doch so aus wie mein Hündchen, was draußen unterwegs ist. Intelligenz. Komplexes AN7U. K8 verfügt zwar nicht über Stimmmodul, kann aber vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Ja, da hat sich wohl jemand bei R2D2 was abgeguckt. Bull. Das ist ja draußen. Intelligenz komplex. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Topa. Das sind die Evil Guys, oder? Der eine hat mich doch da angegriffen und zumindest verfolgt, oder? Ich nehme mich einfach mal vor allem in Acht, was irgendwie rote Augen hat. Ich glaube, da bin ich auf der sicheren Seite. Qualia. Einfaches A2U-Forschungsflugzeug. Verfügt über Grundintelligenz. Zu optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Okay, das Ding haben wir noch nicht gesehen. Nachrichten? Grundstelle, Theta. Theta evakuieren. Terry, es wurde beschlossen, dass du in deinen Besatzung Theta. Terry Akers ist doch das, oder? Das ist doch der Doktor. Vom 14. evakuieren werde. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch werden sofort nach der Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Alter, was hier? So eine Elite-Station oder was? Fick dich, Grundstelle. Was für eine angenehme Konversation. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnisse, mich zu zwingen, Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du wirst also bleiben. Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch deinen Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Okay, das Ding hier ist im Arsch und wir können scheinbar nichts machen. Strasky, Theta. Ja, das ist Akers, oder? Mit Freunden informiere ich sie, dass ihre Besatzung Theta sich hier erreicht hat. Lassen sie mich wissen, was sie aufbrechen sollen. Okay, die Besatzung ist geflohen.
Täter sicher erreicht? Hat er die jetzt nicht umgebracht oder das Team, was ihn dann rausholen wollte? Das ist die Frage. Wen hat er denn da ermordet? Schöne Weihnachten, Herr Akers. Ja, ist ein bisschen zu spät, meinst du nicht? Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Täter gebracht werden möchten. Alter, den Typen will ich zum Mond schießen. Local Access, bla bla bla, tausendstes Schachspiel geworden. Ach, so ein Typ bist du. Okay, Freunde, hier gibt's wahrscheinlich jetzt hier nichts mehr viel zu tun. Habe hier noch irgendwelche Knöpfe? Da leuchtet was lila. Da leuchtet was lila. Komm her. Nein! Ach! Come on! Ne, das können wir natürlich nicht bedienen. Okay, ich schaue mich ja bloß um. Ich bin ja bloß interessiert. Okay, dann geht's raus. Ich weiß allerdings nicht, wo ich dann jetzt noch hin soll. Wo soll man hin? Und was ist das? Was ist das? Sind das Knochen? Alter, das ist ein bisschen creepy gerade. Ich kann das nicht einordnen. Okay, gehen wir mal hier lang. Das leuchtet rot, das ist mir ein bisschen suspekt. Haben wir hier, kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Alter, hier kann man... Okay, das ist wahrscheinlich hier die Begrenzung, oder? Da kommen wir wahrscheinlich nicht... Doch, wir kommen da durch. Aber ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Okay. Ich könnte ja nach Täter laufen. Wie wär's denn mal damit? Ich glaube, hier sind auf jeden Fall weniger Monster unterwegs. Okay, vielleicht freue ich mich mal lieber nicht zu früh. Oh, Alter, es fängt an. Das Flackern fängt an. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich sollte hier nicht sein. Vielleicht habe ich mich geirrt und es wird keine ruhige Folge. Oh, pfui, Deibel. Alter, dir gefällt das auch nicht, hier zu sein, ne? Ich verstehe das schon. Ich verstehe diesen Hinweis. Ich kann das nachvollziehen. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Ich schätze mal, da kommen wir nicht... Wo bin ich denn jetzt? Ich bin nicht aus der Richtung gekommen? Ich bin doch von hier bin ich doch gekommen, oder? Ja, Alter, das war der Control Room. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier weiter, würde ich sagen. Ich glaube, in der Richtung war ich noch nicht, oder? Ich folge hier einfach mal den Schienen. Ich weiß nicht. Ah, nee, von den Schienen her bin ich gekommen. Dann könnte ich noch hier lang. Ah, da ist noch ein Pult. Guck mal an. Ja, zeig mir das. Offenbare, was in dir steckt. Kein Signal. Sehr schön. Oder doch, oder doch? Was passiert? Ich weiß nicht, ob das gut war. Aber wir haben irgendwas richtig gemacht, oder? Scheinbar. Kein Signal? Ah, ich kann das schwenken. Da ist ein Signal. Es sieht zumindest so aus. Linkverbindung hergestellt. Aber was stand da? Da stand gerade eine Nummer. Linkverbindung hergestellt. 840. 8, 4, ich habe keine 0. Okay, dann muss ich sie weiterschwenken. Na da? Was glaubst du eigentlich, wen du da empfängst, Mann? Okay, aber ich hab jetzt diesen Code, oder? War das das? War das der Clue? Sollte ich hier diesen Code raus... Ich check's irgendwie nicht. Kein Signal. Warum auch immer jetzt kein Signal mehr ist, verstehe ich nicht. Oh Gott, okay. Kein Signal. Okay, keine Ahnung. 840. Ich habe jetzt irgendwas. Ich habe jetzt irgendwie so eine Art Code. Und hier... Was? Was ist los? Hier waren wir noch nicht. Mach mal Gang. Ach so, das geht so auf. Ah, schön. Auch mal eine Abwechslung hier. Okay, okay. Pressurized Door. Ja, lass mich mal hier rein. Ach so, der puckt jetzt erstmal ab. Ciao, kleiner Freund. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. 840. Ich weiß nicht. Ich versuche mir das auf jeden Fall zu merken. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Oder ob wir das jetzt irgendwie überhaupt richtig gemacht haben. Aber wir hatten ja zumindest für kurze Zeit hier mal so eine Verbindung. Oh, das ist ja richtig angenehm. Hallöchen. Steph ist am Start. Also, übelst gehackt ist auf jeden Fall. Ich bin nicht dafür. Was ist das? Fotos? Das sieht aber... Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass er dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht braucht, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu erinnern, diese göttliche Mission zu verdunkeln.
Alter, ihr seid doch leicht übergeschnappt hier, oder? Ich meine, ich kann es euch ja nicht verübeln. Wahrscheinlich geht mir das genauso, nachdem ich mit diesem Game hier fertig bin. Oh, was haben wir hier? Kabel. Ja, da können wir wieder einiges an Zeugs hier rausreißen. Oh, hier haben wir noch was. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert, ich muss aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen, sie in meinen Klarträumen einschließen. Klarträume? Sind wir jetzt bei Outlast oder was? Ich will da gar nicht rein, Alter. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Nee, ist wahrscheinlich auch besser so. Oh, hier können wir Schach spielen. Sich anzusehen, wie WoW Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Alles klar, das war der Punkt. Die WoW hat Delta übernommen. Die WoW ist diese Intelligenz, so diese ganzen Wachstums, diese ganzen gewachsenen schwarzen Sachen hier mit diesen Lichtern drauf gehören. Das ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr nach hatte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Warn das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Aber nun scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar einen Schatten zu stellen. Okay. Gruselig, ey. Neues Spiel. Gegner ist beschädigt. Der Gegner ist doch drüben. Wir waren doch gerade da. Die Verbindung ist höchstens beschädigt. Ja, wir haben jetzt weitere Das tropft nicht von der Decke, oder? Das ist hier... Ih, Alter! Ja, Alter! Nee, Freunde. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und fucking nicht weiter. Okay, ich will mal raus. Komm, aus Skat spielen. Ah, das war ein langweiliges Spiel. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ich denke, wir haben mal alles gesehen, was wir hier sehen konnten. Und da mal weiterschauen. Ich denke, das wird sich hier noch ein bisschen ziehen, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Das geht nicht mehr lange gut. Das bleibt auch nicht mehr lange so ruhig. Aber noch habe ich... Weil da die Arche in der komischen Ritze festklemmt, Mensch. Ich will dir das jetzt nicht alles erklären. Oh, können wir da auf den Turm hoch? Das wäre spitzenmäßig. Ich so langsam verliere ich auch die Orientierung. So langsam weiß ich gar nicht mehr, wo wir schon überall waren. Können wir hier rein? Ziemlich weit runter. Wo? Oh, wow, Alter. Sorry, ich habe es gerade nicht gecheckt. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank, Charakter, dass du mich darauf hingewiesen hast. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade mal eine Weile im Nichts rumgelaufen, aber da war irgendwie auch eine... Alter, nö! Alter, Free Devil! Oh, krass! Oh Gott, es geht wieder los! Es geht wieder los! Vor allem, sind das meine Atemgeräusche oder seine? Alter, was ist denn mit dir? Das ist übelst ekelhaft. Krass. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Da sind wir doch hier wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier bloß passiert? Das war irgendwie auf den Fotos drauf, aber man erkennt da gar nicht so viel. Also ich zumindest nicht. Okay, hier geht's weiter. Das ist ja immerhin schon mal was. Aber ich glaube, das ist auch nicht richtig. Ich glaube, wir sollen hier nicht sein. Ich glaube, es ist nicht richtig. Oder sollen wir doch hier unten lang gehen? Ich gehe hier mal einfach spaßeshalber weiter. Hier stehen zu... Was ist das da? Hier steht zumindest noch Zeug rum. Vielleicht ist es doch gar nicht so verkehrt. Aber guck mal an hier. Hier ist doch richtig noch was los. Oder auch nicht. Nee, hier kann ich nicht weiter. Oder, Alter, soll ich da drauf? Nee, das kannst du nicht sein, oder? Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in den großen, dunklen, schwarzen Abgrund, bitte. Können wir das vielleicht vermeiden? Oh Mann. Okay, haben wir vielleicht irgendeine Möglichkeit, irgendwo das Omnitool anzuschließen? Oder sollte ich vielleicht nochmal gucken nach diesem, nach dieser komischen Satellitenschüssel da oder was auch immer das sein soll? Das wäre doch vielleicht nochmal eine Idee. Die ist wert, es sich anzuschauen. Können wir ja bitte hoch? Nein, können wir nicht. Okay, gehen wir hier lang. Boah, Alter. Okay, irgendwo, wo war denn das Ding? Ah, okay, hier war das Ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab's gefunden. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. Okay, ich guck mir das jetzt nochmal an. Wir haben das noch nicht ganz gefunden. Alter, laber mich nicht voll. Ich muss mich ja gerade mal konzentrieren. Okay, da kriegen wir kein Signal. Kriegen wir auf gelben Signal. Kein Signal. Vorsichtig, Brand. Okay, nee, das ist irgendein Name. Was? Hab ihn? Nee, das galt nicht mir. Alter, leck mich nicht ab.
Was müssen wir eingeben? Was müssen wir machen? Und was sind das hier für Nummern? Ach, sind das die... Ah, Moment. Kein Signal? Linkverbindung hergestellt. Okay, 2. Auf der 2 ist das. Und jetzt? Okay, jetzt haben wir dieses Ding... Okay, vielleicht müssen wir jetzt in irgendeinen Raum rein. Vielleicht ist jetzt irgendein Computer wieder aktiviert. Ich will das gerade nochmal gucken. Nachschauen. Ich gehe mal in diesen Control Room. Wo haben wir das? Hier. Das ist doch... Control Room ist doch hier irgendwie die Schaltzentrale hoffentlich mal. Vielleicht können wir da jetzt irgendeinen Computer nochmal bedienen, oder? Das wäre doch... das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das die Lösung ist. Weil irgendwie müssen wir ja wieder rauskommen gerade. So, sag mal her. Ah, rein, da rein. Ja. Sehr schön. Sehr gut machst du das. Okay. Computer, sagt dir irgendwas? Ihr sagt gerade gar nichts mehr, ne? Ihr habt wahrscheinlich auch gar nie was gesagt. Ist hier irgendwas zu machen? Okay, hier ist es nicht. Oder doch das? Bringt das jetzt irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür dieser komische rote Knopf ist. Weiß ich leider nicht. Okay, dann gehen wir woanders hin. Irgendwas hat das jetzt... Für irgendwas hat das jetzt die Verbindung hergestellt. Für irgendwas. Hier vielleicht? Können wir da jetzt vielleicht einen Transporter rufen? Moment, Zeppeline. Oh Gott! Zeppelin antwortet nicht. Aber irgendwas passiert. Linkverbindung nicht herstellbar. Transport anfordern. Zeppelin antwortet nicht. Antriebsfehler. Okay. Antriebsfehler. Na toll! Und was bringt uns das? Ach hier, 840. Verstehe. Okay. Wenn wir das auf 216 stellen. Wer das Ding auf 216 stellen. Warte mal, wo war denn das? Wo war denn das jetzt hier? Da, wo du rumgeisterst, oder? Ja, da sehe ich doch die Plattform, oder? Okay. Ich stelle das mal auf den anderen. Mal sehen, ob der antwortet. Das ist interessant. Moment. Mal sehen, auf welcher Verbindung... Der eine ist inaktiv. Da kriegen wir wahrscheinlich nichts raus. Wir müssen hier die richtige Leitung finden. Okay, ich glaube, ich hab's, Freunde. Ich hab's, glaube ich, geschnallt. Boah, ich bin mega gespannt. Na komm. Der 5, ich hab dich nicht... Oh, 049. Okay, war das der erste oder war das der zweite? Ich weiß es leider nicht. Okay, zurück zum Pult. Zurück zu diesem Schaltpult. So, komm her. Ach, das ist der erste. Inaktiv, aber... Tschüss! Yes! Okay, Transport anfordern. Ankommend. Wow! Yeah! Wir haben es geschafft, Alter. High five, Freunde. Wir haben es geschafft. Alter, bin ich jetzt mega froh. Wo kommt er denn? Von wo? Wo kann ich dich erwarten? Da. Da. Nice, Alter. Ich feiere mega die Mechanik in diesem Spiel. Das finde ich absolut cool. Oh mein Gott, das ist ein bisschen creepy. Soll ich vielleicht auf dich zugehen? Unspezifische Fracht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, geiles Ding, ey. Ist da irgendwas drinne? Wollte ich gerade fragen. Vermutlich nicht, aber ich soll einsteigen. Kleiner Kumpel, kommst du mit? Oder hat sie die Sprache verschlagen? Können wir jetzt da hoch? Können wir da jetzt hoch? Ach, hier ist ein Knopf. Nee. Ja, was hab ich denn für eine Wahl, Alter? Delta crashing against the shore had an undertow that pulls you into a slumber. Oh mein Gott. It's a beautiful thing. Ey. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in, watch them sleep. Oh mein Gott, Alter, ich mag das nicht. Im Universum der Wow, oh mein Gott, das Ding spricht mit mir, oder? Alter, da ist jetzt nichts an Bord. Das ist wirklich nur ein Zeppelin, oder? Bitte lass es nur ein Zeppelin sein. Oder? Also, ich hab... Oh ja, Catherine, Alter! Hilf mir mal hier kurz! Ja, das glaube ich dir.
Where are we now? Oh, keine Ahnung, Delta irgendwo. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Ja, sieht so aus. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry. Da kann's mit Sicherheit tragen. Na, das hört sich doch gut an. Endlich mal. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is busted. Ach komm. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Ja, ja. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? Oh nein. The toolbox over there says it has a stun baton. Der da rumfliegt, ne? Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're ach, und du? Robots. Sort of. I'll get us the chip. Okay, ich muss den... Was? Was? Oh doch, kriege ich jetzt eine fette Kanone oder was? Oh, Tatsache! Tatsache, also! Ich habe eine Kanone, Mama! Sehr schön! Na, komm mal her! Wie auch immer du heißt, ich habe leider deinen Namen vergessen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ich glaube, das wird nicht so einfach, oder? Das wird nicht so einfach. Oh mein Gott. Wo ist denn jetzt meine Waffe? Ich brauche die. Ja? Gib das Ding. Ich brauche das. Okay, okay. Okay. Looks okay, right? Yeah. Und jetzt? It'll do. Wie soll ich ihn schießen? Careful, Brand. Nice. Also, warte mal. Moment. Wie feuere ich das Ding jetzt ab? Looks okay. Okay. Frage beantwortet. Der rennt weg. Nein, mein kleiner Kumpel. Bleib mal stehen. Ich brauche deinen Chip. Du willst ihn mir ja nicht freiwillig geben. Brandon? You okay? Ich will das nicht tun, also. Das ist doch so leichtfertig. Alter, die verhalten sich so menschlich. Das ist diese moralische Challenge von dem Spiel, die ich absolut ungeil finde. Alter, nö. Kann ich jetzt noch schießen? Also, ich kann nicht mehr schießen. Ich weiß nicht, wie es... Ich klicke hier wie verrückt rum. Ich check diese Mechanik irgendwie nicht. Ey, sorry. Oh mein Gott. Das sind mehrere Leute. Das Ding dreht durch. Das Ding kriegt er da... Ja, ich glaub dir, dass das wehgetan hat. Wie kann ich ihn jetzt schießen? Oder braucht das eine Weile, um sich aufzuladen? Okay. Ich halte mal die Maustaste. Oder geht das nur, wenn du nah ran bist? Oh, ach so, alles klar. Na, was ist das denn für eine Kanone, ey? Ganz ehrlich. Oh, ich möchte das nicht tun. Diese Dialoge sind doch genau richtig. Du willst es nicht. Und das ist eine ganz eklige Art von Horror, ey. Okay, ich mach's, wenn du mich nicht anguckst. Das ist zwar feige hier im Rücken, aber sorry. Mann, ey. Oh Mann, ey. I'm sorry. Ich brauche das. Ich muss ja irgendwie überleben. Ich bin Simon, wer auch immer. Und ich will einfach nur hier auf verdammte Hölle raus, ey. Okay, gehen wir zurück und bauen diese Scheiße hier ein, um endlich von hier zu verschwinden. Und ich denke mal, wir nähern uns damit dem Ende ein ganz gutes Stück, aber ich glaube, es wird hier noch einiges passieren. Okay, packen wir es an. Ja? Na komm. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Yeah. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Ich bin auch ein Roboter. Didn't we cover this already? He said no ever since I woke up at Upsilon. It just keeps suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. Okay, ich verstehe das. It's really getting hard not to think about it. Ich muss sagen... Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh,
sure. Das nimmt einen tatsächlich ein bisschen mit. Ich muss sagen, ich habe das bis jetzt nicht gecheckt, dass ich auch ein Roboter bin. Ich habe gedacht, das ist alles nur irgendwie so ein bisschen abgespaced hier, aber natürlich macht das alles Sinn. Und wenn man sich mit Sachen identifiziert, irgendwie auf so eine auf physische, sag ich jetzt mal, Art, dann macht es das doch schwer. Und ich glaube halt irgendwie, jeder, der das nicht nur irgendwie hier rumgeweine hier, jeder hat, glaube ich, dieses Gefühl, wenn er dieses Spiel spielt. Und das ist eine echt, echt unangenehme Situation, in der mich das Game hier bringt. Und ich muss sagen, das hätte ich echt nicht erwartet. Okay. Auf nach Täter, aber es gibt wahrscheinlich keine andere Wahl. Ich weiß es nicht. Habe ich eine andere Wahl? Ich habe wahrscheinlich wieder eine andere Wahl gehabt, die ich einfach nur nicht gecheckt habe. Ich weiß es nicht. Gäbe es eine andere Möglichkeit? Gäbe es eine Möglichkeit, eine moralisch richtigere, den nicht umzubringen? Obwohl umbringen ist ja auch so wieder... Erklärt man das für einen Mensch? Ist es nicht eigentlich das, wovon derjenige profitiert, dass man ihn zu Menschen erklärt, ne? Ich weiß es nicht. Okay, Freunde, ich glaube, wir müssen los. Können wir losfliegen, bitte? Muss ich hier noch irgendeinen Knopf drücken? Ja, wahrscheinlich. Okay, wir heben ab. Und ich würde sagen, wie das weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Ja, es zieht sich halt ein bisschen. Das Spiel ist halt ein storylastiges Game. Und ganz ehrlich, wir checken immer mehr von dem, was hier abgeht. Obwohl ich ja immer noch der Überzeugung bin, das geschieht alles nur irgendwie in unserem Kopf. Wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr es bisher geschafft habt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der sich das anschaut. Ich weiß, das ist auf jeden Fall auch mehr oder weniger nur für den harten Kern. Die Leute, die auch wahrscheinlich sowieso immer bei den Streams dabei sind. Und ja, es haben ja auch schon viele Leute gesehen. Aber sei es drum, ich feiere dieses Spiel. Mittlerweile macht mir das richtig Spaß am Anfang. Ich muss ehrlich sein, fand ich so ein bisschen... Es hat sich zu sehr dann gezogen. Aber ich glaube, wir haben hier ein mega gutes Spiel ausgewählt. Und ich bin echt gespannt, was noch passiert. Und in einen Teil stürzen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Freunde. Haut rein. Ciao.